So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Order 1886. Okay, wir müssen hier nach vorne. Ich werde jetzt hier so schnell wie möglich spielen. Damit wir Boah, Alter, ich pack's nicht. Alter, ich box nicht gleich am Anfang. Ich werde trotzdem so versuchen, so schnell wie möglich zu spielen. Ja, das ist, wenn es blind ist. So, da in Deckung bitte. So, wo ist er? Da ist er. Nachladen, perfekter. Okay, gut. Ja, das ist, wenn man es blind spielt. Dann ist man ein bisschen überrascht. So, wohin? 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 Nach links, rechts? Ich habe keine Ahnung. Da haben wir Muni mal. Plus 80, sehr gut, okay. Okay, da war nur Muni anscheinend. Ah, ey. Nö. So, jetzt kommt er sicher auch wieder an, oder? Oder auch nicht. Schaut's mal. Wir nähern uns den Endboss anscheinend. Oh, nein. Überhaupt nicht. Okay, was haben wir hier? Okay. Die hört sich zwar brutal an, aber die wird nicht das sein, was ich mir vorstelle. Sehr gut, Muni. Ist immer gut. Was haben wir auf der Seite? Okay, Muni, nochmal. Was haben wir da? Ein Gewehr, okay. Also können wir uns da eigentlich aussuchen, mit was wir da reingehen. Okay, da hätte ich hier eigentlich Partende machen sollen, bei dieser Tür. Oh mein Gott. Nachladen bitte. Immer nach rechts auch schauen. Den schnell weg. Sehr gut. Den hätte ich auch gern weg. Perfekt. In Deckung, in Deckung. Nicht da, nicht da. Da in Deckung. Ganz langsam. Alter, ich treffe ihn nicht. Er steht direkt vor mir und ich treffe ihn nicht. Gut, passt. Nein, da ist schon wieder so ein arger Typ, Alter. Okay, gut. Der hat nicht so viel ausgehalten. Warum auch immer. Okay, da in Deckung. Er hat mich flankiert. Okay. Oh, da hat einer einen Terminit, oder wie das heißt, Terminit, glaube ich. Einfach staggern, reinschießen, permanent. Nein, bloß nicht sterben, bloß nicht sterben. Geh da vorne in Deckung, danke. Uiuiui, das ist mir zu viel. Ah, das ist mir zu viel und viel zu groß. Oh, wow. Ganz ruhig. Entschuldige, aber das muss sein. Geh weg, perfekt. Ganz langsam. Da vorne, in Deckung, perfekt. Da ist er. Mr. Terminit. Perfekt. Zurück. War's das? Scheint so. Nein, da. Komm her, dich mache ich so fertig. Ach, Scheiße. Geh weg. Da nach hinten geh. Da in Deckung geh. Perfekt. Ganz langsam.
Scheiße, Alter. Komm, geh da nach hinten, hinter die Deckung. Und trink deinen Trank. Bitte. Komm. Ich will jetzt nicht sterben. Perfekt. So, in Deckung. Das war dafür schön, oder? Könnt ihr was in die Comments schreiben? Okay, da liegt das Terminitgewehr. Na, wir bleiben bei dem. Scheint zu passen. Okay. Lassen wir mal so. Tut mir leid, Leute. Okay, geht er in Deckung? Ja, das war egal. Geh in Deckung. Zuerst auf den da bitte. Da geh in Deckung. Perfekt. Umdrehen. So, weg mit dir. Und weg mit dir. Nein. Haltet ihn auf, ich rück. Und wieder vorne in Deckung. Perfekt. Perfekt. Umgreifen. Sehr gut. Konzentration. Ich rede wenig, ich weiß. Perfekt. Geiler Revolver. Uiuiuiui. Bloß nicht. Gescheißen, Alter. Das gibt's doch nicht. Jetzt bringt mich der mit dem letzten Schuss um, Alter. Alter, reiß dich zusammen. Deckung. Na, das ist... Nein, genau der. Das sind diese Wachhauptmänner. Die halten weitaus mehr aus. Geh zurück. Na, voll in den Kopf, sehr gut. Das ist das, was ich nicht verstehe. Komm. Sehr gut. Zack, boom, fertig. Okay. Wieder zurück da. Anlegen. Feuer. Das gibt's nicht, ich treffe seinen Kopf nicht. Da ist er. Das gibt's doch nicht, oder? Komm. Und in Deckung. Bitte geh in Deckung. Vorsichtig und langsam. Komm, steh auf jetzt. Dass ich da seinen Kopf nicht triff. So, irgendwann ist er mal genug auch. Da, schenke ich da. Alles Gute zum Geburtstag. Vorher war ich viel besser. Weg mit dir. Ach, gescheißen. Ja, das stimmt. Verdammter Mist. Weg mit dir. Ja, bitte, ich triff den doch voll. Nachladen. So, ist da jetzt noch immer einer? Ich habe langsam aber sicher Respekt davor. Ganz langsam. Das scheint zu wirken. Boah, da liegen die Waffen. Das ist unglaublich. So, kriege ich noch irgendwo Muni her? Vor allem für mein großes Gewehr.
Okay, dann gehen wir mit dem Revolver. Oder nein, ich kann da nicht mit dem Revolver durchgehen. Kann ich Ihnen helfen, Sir Lucas? Kommen Sie mit. Wir haben viel zu besprechen. Yes, Sir. Verflucht, Alistair. Und den Typen, den ich so gepriesen habe, ich glaube im 17. Teil war das, im 17. Part. Oder auch im 18. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Das ist auch voll der Wichser. Entschuldige, aber ja. Okay. Ah, da durch, okay. Aber zuerst gehen wir da. Ah, na schaut, da liegt was. Okay. Umdrehen. Shade of... Ja, keine Ahnung. Architekt? Keine Ahnung. Wenn Sie es lesen können, dann schreibt es mir so wie immer. Bitte schreibt es uns in die Comments. Da durch, okay. Okay, darauf nehme ich an. Okay, das schaut mir nach Endboss aus. Wartet, wartet ganz kurz. Ich muss kurz was nachschauen. Ah. Ich weiß nicht. Ah, na gehen wir durch. Ich muss immer auf die Anzeige der Uhr schauen, dass eh nicht so lang wird, besonders mit diesen Hochladen halt. So. Hä? So. Okay, gucken wir jetzt. So, jetzt haben wir's. Perfekt. Oh, Tesla. Was ist passiert? Lady Lakshmi hat riecht. Er wusste es. Ich hol sie heraus. Na los. Er ist noch da drin. Es ist zu spät. Wir können nichts mehr tun. Da ist noch was, was ich tun muss. Oh, Kapitel 16. Bruder, umarmen wir uns. Alistair! Okay, das wird der Endboss. Ich wusste, du würdest kommen, Bruder. Komm aus dem Schatten, verdammt! Du und ich. Wir sind nicht so verschieden. Ich tue, was ich muss, um mein Blut zu schützen. Wir kämpfen nur, um unser Recht zu leben. Das ist eine Lüge! Vielleicht wirst du verstehen, eines Tages. Okay, da ist er. Okay. Sollte es nicht enden. Okay, Viereck. Los geht's. Sehr gut. Nein, 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 bitte nicht. Nein, jetzt muss ich gegen dieses Orgel nicht nochmal kämpfen. Gescheißen, oder? Das ist wieder dieses Button-Smashen, so wie im Krankenhaus. Ah!
Komm, komm, komm. Perfekt. Oha. Ah. Aua. Gescheißen. Komm, komm, komm. Komm mal mit. Komm, komm, komm. Sehr nice, okay. Ah. Aua. Komm, lass mich drücken. Oder so. Viereck. Nein. Sehr gut. Okay, los geht's. Schwerer Angriff, sehr gut. Ja, okay, das gehört dazu anscheinend. Okay, X. Oh, ich drücke X. Das könnte ja noch stundenlang so weitergehen, oder? Achso, ist er schon down, oder was? Komm, 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 komm. Schnapp sie dir! Schnapp dir das Messer! Sehr brav. Ich bin zu alt, um nicht zu wissen, dass dieser Tag kommen würde. Wieso, Alistair? Du hast all die Jahre mit uns gekämpft. Ich habe Dinge gesehen, an die ich mich erinnern muss. Zivilisation erschaffen und zerstört. Durch die unstillbare Gier der Menschheit. Stolze Menschen, die sich gegenseitig abschlachten im Namen ihrer Götter. Wir büßen früh genug für unsere Sünden. Aber wie rechtfertigst du die Reue, die dein Blut begangen hat? Mein Blut? Mein Blut ist nicht schlimmer als deines. Und deine Schwester? Dein Vater? War alles eine Lüge? Easy. Mein Vater. Ich habe sie wie mein Blut geliebt. Aber sie dürfen den Fluch, mit dem ich lebe, nie erfahren. Mein Sohn. Vater, vergib mir. Na, ich bin es, der deine Vergebung braucht. Dieses Leben wollte ich dir ersparen. Sie wussten es? Ich wusste es immer. Ich rettete ihn vor dem Massaker seiner Familie. Dein Vater starb durch mein Schwert. Aber ein Kind? Du verdientest solch ein Schicksal nicht. Wie hätte ich ein unschuldiges Leben nehmen können? Gestehen Sie dies vor dem Rat, Lord Kanzler. Nur so können Sie das Chaos, das ausgelöst wurde, wieder gut machen. Ich kann nicht! Solch eine Enthüllung würde unseren Orden bis in die Grundfesten erschüttern. Also soll ich geopfert werden? Wie viele müssen noch sterben, damit ewige Ruhe herrscht? Er ist mein Sohn. Ich kann sein Leben nicht beenden. Aber ich? Ja, genau, gib mir die Waffe. Isabeau und der Rat dürfen die Wahrheit niemals erfahren. Sonst sterben alle, die ihnen teuer sind. Bitten Sie mich nicht darum. Fortan sollen sie mit keinem Ritter verbunden sein. Der Orden muss vereint bleiben.
Sie sind keiner seiner Herolde mehr. Bringen Sie es zu Ende und verschwinden Sie! Solch ein Leben war nie für Menschen bestimmt. Fett. Das ist extremst gut gemacht. Es ist, wie soll ich das jetzt so ausdrücken? Es ist ein Wahnsinn eigentlich, wenn man das sich so überlegt, was da alles so passiert ist in diesem Spiel. Ich muss schon sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat. Und das ist jetzt besonders gut. Das schaut echt fett aus. Das kommt in Metal Gear auch so vor. Ich glaube in Metal Gear 3 war das, wo man dann seinen Boss erledigen kann und hier eigentlich seinen eigenen Bruder, wenn man das so sagen darf, ja, eigentlich hinrichtet. Okay, wir drücken drauf. Und wir haben es durchgespielt. The Order 1886. Euer Herzfehler ist fertig. So wie immer, die Credits lasse ich. Auch diese Leute sollen natürlich geehrt werden. Vielen, vielen Dank für dieses gute Spiel. Es hat schon einiges. Die Cutscenes sind sehr gut. Die Geschichte ist ein Wahnsinn, muss ich sagen. Mir hat die Geschichte sehr, sehr gut gefallen. Es ist halt zu wenig Schießen. Es ist mehr Cutscene als Schießerei, es ist mehr Interagieren als statt Schießerei. Das ist ein bisschen, was mir ein bisschen fehlt. Man sollte das ausgleichen. Die Cutscenes kann man alle lassen, aber actionmäßig und sowas. Die Kapitel sind teils, ja, wie soll ich sagen, Kapitel 9, glaube ich. Das war das Kapitel, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Mit Cutscenes und der Action. Und es war auch, glaube ich, das längste. Aber ansonsten top das Spiel. Was ein bisschen nervt, ist natürlich der Graufilter, das habe ich auch schon geschrieben in Facebook. Apropos Facebook, man kann mich jetzt auch dort adden. Wer will, bitte kommt vorbei, nehme ich euch alle gerne an. Einfach Freundschaftsanfrage schicken, könnt ihr mir gerne zuschauen. Die ganzen Let's Plays habe ich aufgereiht. Ja, werde ein bisschen was reinschreiben, was halt neu rauskommt, was gratis gibt. Also was monatlich gratis gibt bei der PlayStation 4. Ja. Mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Schaut's vorbei, sage ich nur. Vielen Dank fürs Zusehen. Apropos, nach diesem Abspann kommt noch eine kurze Cutscene. Ja. Ihr habt's eh unten euren weißen Balken. Wer sich's lesen möchte, wer die Musik hören will, viel Spaß. Wer es nicht mitkriegen will, unten einfach den weißen Balken vor, also diese weiße Kugel nach vorne schieben. Und ihr seid dann schon am Schluss. Mit diesen Worten, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zu meinem nächsten Let's Play. Tschüss, Baba, euer Herzfehler.
Sir Galahad. Ganz London sucht nach Ihnen. Wir müssen uns beeilen. Sir Galahad, hören Sie mich? Sir Galahad. Ganz ruhig, Nicola. Alles ist gut. Das sagen Sie, mein Freund. Der Rat hat Kriegsrecht in der Stadt verhängt. Schwer zu sagen, wann die Regierungstruppen eine Offensive starten werden. Jetzt ist keine Zeit für Heldentaten. Ich schlage vor, dass wir Lady Lakshmi folgen und die Stadt verlassen. Ich bin bald bei Ihnen. Und wissen Sie nicht, Galahad bin ich nicht mehr.
Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, Baba.